Wie Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, wir fangen direkt an. Let's go! Eine spannende Erfahrung, aber definitiv mit ausbaufähigem Komfort. Vor kurzem hat Nightjet aber ihre neue Generation an Nachtzügen vorgestellt, bei denen ihr hoffentlich genauso gespannt auf die Ab. Ich hoffe, der Zug kommt nicht zu spät, Digga. Deutsche Bahn, falls ihr dieses Video seht, ihr seid die größten. Ich habe keinen Bock, das Video später zu stummen, deshalb sage ich es jetzt nicht, aber wirklich, was ihr macht, ist respektlos. Warum? Guck mal, man denkt sich, okay, man fährt nicht mit dem Auto aus Saarbrücken nach, keine Ahnung, Berlin. Oder man fährt Zug, ich schwöre, man braucht 3, 4 Tage. So, weil alles ausfällt, alles hat Verspätung, oder Anschlusszüge kommen nicht, die Leute haben Urlaub, die haben frei, die haben Krankenschein, was weiß ich, was ihr macht. Bruder, ihr seid bei Gott Deutsche Bahn, ihr seid, Bruder, größtes Scam, einfach größtes Scam, legaler Scam ist das einfach. Also ab geht's nach Hamburg und von dort aus über Nacht nach Wien im Nachtzug. Im Jahr habe ich ja bereits die Nachtzüge der ÖBB getestet und obwohl es insgesamt eine faszinierende Erfahrung war, sind mir dabei einige Punkte aufgefallen. Der Nightjet der neuen Generation strebt danach, das nächtliche Reisen für uns noch angenehmer zu gestalten. Die Züge erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 230 km/h und bringen die Passagiere umweltfreundlich über Nacht zu zahlreichen europäischen Städten. Die kostengünstigste Option ist der Sitzwagen Komfort, der über mehrere Doppelsitze mit klappbaren Armlehnen verfügt. Diese Sitze bieten induktive Lademöglichkeiten, während das Gepäck durch die NFC-Funktion über das Smartphone gesichert werden kann. Im Liegewagen Komfort findet man Viererabteile für Familie und Reisegruppen mit festmontierten Betten für mehr Platz und Privatsphäre. Für Alleinreisende eignet sich die Minicabin. Hier gibt es Abteile mit mehreren Schlafkapseln, die sich verschließen lassen und somit eine hohe Privatsphäre bieten. Schuhe und Handgepäck können in angrenzenden Schließfächern verstaut werden. Die luxuriöseste Übernachtungsmöglichkeit ist der Schlafwagen Komfort Plus, den wir selbstverständlich testen werden. Viele der Kritikpunkte, die ich mal im Video letztes Jahr erwähnt habe, sollen durch die Verbesserung der Nightjets der neuen Generation angegangen worden sein. Werfen wir also einen genauen Blick drauf. Nightjet, der neuen Generation. Genau hier unten, wo gerade der andere Zug steht. Ich bin sogar low-key aufgeregt. Das ist nicht der Zug hier. Wir müssen noch warten. Bruh. 20 Minuten Verspätung. Ja! Dabei konnten wir natürlich nicht bleiben. Es wurden dann 40 Minuten Verspätung. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, er kommt. Room Tour. Okay, Leute, also auf den ersten Blick bin ich schon positiv überrascht. Um reinzukommen, haben wir eine Keycard, bekommen wir vom Mitarbeiter. Das ist unser Bett oder das hier. Im Vergleich haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz als bei der letzten Kabine. Wir haben hier unsere Sitzmöglichkeit, unser Tisch mit ein paar Geschenken. Ich frag mich, was das kostet, Digga. Weil das ist geisteskrank geil. Ich schwöre, das ist geil. Bruder, von hier nach Berlin, diese 8 Stunden Fahrt oder so, also wenn jetzt jemand von hier nach Berlin durchfahren wollen würde, ohne umsteigen, weil ich bin jemand, ich hasse umsteigen, oder sowas, Game Changer, bei Gott. Da willst du sogar nachts fahren. Leg mal fest, 12 Uhr nachts los, bis 8 Uhr morgens da, 9 Uhr morgens, je nachdem, wie lang es dauert. Wasser, Champagner, hier drin, das machen wir gleich auf. Unsere Karte hier für unser Abendessen und Frühstückskarte. Hier kann man quasi hoch zum Bett klettern. Hier ist genug Platz für meine Jacke. Ansonsten kann man hier noch so Rucksack und sowas natürlich verstauen. Und das finde ich richtig cool. Richtige Lichteinstellungen. Hier kann man auch die Temperatur wählen. Blau gibt es. Wow, 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 wow. Mega, oder? Das ist auf jeden Fall sehr gut gelungen. So, der erste Geruch, der jetzt gerade kommt, das Bad. Riecht auf jeden Fall richtig, richtig gut. Nach frisch geduscht auf jeden Fall. Krass. Das ist unser Klo. Funktioniert hoffentlich. Super. Ja, safe. Klopapier haben wir dort. Unser kleiner Waschbecken und die kleine Duschkabine. Da ist beim letzten eine Nachtzug Dusche. War das ja alles so ein bisschen in einem und jetzt ist es separated. Mehr Platz, nicht mehr so viel Sauerei. Auch ein neues Feature. Okay. Die Charging-Funktion und ja. Sie funktioniert. Hier ist noch eine Steckdose und USB-Anschluss. Eine Lampe, alles was man braucht. Was auch neu ist, die Tür hat hier so einen Spiegel und man kann trotzdem aber hier so durchgucken, um zu gucken, wer an der anderen Leitung ist. Krass. Machen wir mal unsere. Ist ja alles krass. Also erstmal, ich habe hier zwei, ich weiß nicht mal was das ist, Sekte. Ich habe gesagt, ich habe schon einen. Er sagt so, ja, der ist kalt und so. Boah, ich hasse Sekt, ne? Ich hasse generell diesen Geschmack von Alkohol. Aber man muss es ja auch annehmen, ne? Wenn man das schon geschenkt bekommt. Schnell nachspülen. Was haben wir drin? Wir haben Pantoffelis. Extreme Scheißqualität. OBB Nightjet hat auf jeden Fall recht. Nach so einem anstrengenden
Tag will man auch gar keine Schuhe mehr anziehen, sondern nur noch diese Pantoffeln. Und stylisch sehen sie auch noch dazu aus. Buh, ein Tuch. Schlafmaske. Wichtig, richtig wichtig. Okay, ich muss jetzt fühlen, was das nächste ist. Das sind Nüsse. Ja, Mann, es sind Nüsse. Viel zu essen und zu trinken. Hier nochmal Wasser, Ohrstöpsel. Oh, krass. Sehr geil. Mama, geil. Waffeldinger da. Ein Stift von Nightjet. Damit kann ich gleich mein Frühstück ausfüllen. Noch eine Waffel. Und das war's. Das war's, Leute. Mehr ist da nicht. Aber theoretisch alles Sachen, was wir auf jeden Fall gebrauchen könnten. Stichwort Essen. Ich habe natürlich Hunger. Der Mitarbeiter hat gerade gesagt, ich soll rübergehen und sagen, was ich zu essen haben möchte. Und dann machen die mir das. Und für Frühstück kann ich hier so eine Karte ausfüllen. 6 Komponenten inkludiert. Also ich darf hier 6-mal auswählen. Einer meiner größten Kritikpunkte war ja, dass es kein WLAN gab. ÖBB, what the fuck? Okay, WLAN verbinden. Verbinden. Krass ist auf jeden Fall schneller als im normalen Deutschland ICE. Wenn es so bleibt, dann ist das wirklich, wirklich krass. Kann ich Videos gucken, kann ich Netflix schauen und sowas. Ey, was sehe ich da? Das geht gar nicht, Mann. Deswegen jetzt habt ihr Zeit, um mich kostenlos zu supporten. Diese Videos sind kostenlos. Deswegen bitte, denkt dran. Nicht vergessen, Mann. Das stimmt. Leute, lasst ein Follow oder was mit euch? Es gab kein klassisches Bordbistro, also musste ich zum Zugpersonal. Bei dem einen Personal gab es kein Essen mehr, also hat er mich zu einer Kollegin geschickt. Ich muss bei meiner Kollegin bestellen. Der Kollege hat gesagt, ich soll bei ihm bestellen. Achso. Muss ich schauen, habe ich oder nichts? Mhm. Wofür gut haben wir? Nur die drei. Dann wurde ich wieder rüber geschickt, konnte dann bestellen. Dann wurde angeklopft. Mir wurde gesagt, es gibt doch nichts mehr. Ich soll was anderes bestellen. Das sind 2 Sachen für nichts. Gar nichts mehr? Nein. Etwas nervig leider. 13,30, gell? Ja. Dankeschön. Essen ist da, Essen ist da. Herzlich willkommen zum Zugdinner mit Zeltix. Suppe? Ja, ich weiß. Das Essen sieht nicht so appetitlich aus, aber was soll man machen? Ja, ich weiß. Ich sag ehrlich, Chat. Dann esse ich lieber gar nichts, Digga. Nicht falsch verstehen. Ich würde gerne wissen, was das kostet, damit ich das einschätzen kann, so, aber... Oder for real? Weil sowas ist halt so... For real, so dick ungesund. Und wird auch nicht geil schmecken, so. Dann nimmt man sich lieber Brötchen mit oder so, geht zum Bäcker, bevor man einsteigt. Oder das hier, also diesen Buch zu buchen, 13,30 Euro. Oder das zu buchen und dann mit diesem Essen überleben zu wollen, Bruder, ist schon respektlos, ja. Das Essen sieht nicht so appetitlich aus, aber was soll man machen, ne? Ist halt so. Gerade die 2 Hauptspeisen, die so übelst neu sind und so, gibt es irgendwie nicht mehr. Und jetzt habe ich halt eine Gulaschsuppe, bisschen Brot mit Wurst und Sandwich. Ja, wir probieren einfach mal. Gulasch. Oh nein, die Suppe ist kalt. Nein. Aber die schmeckt gut. Wäre die nicht kalt. Es lässt sich zu wünschen übrig. Warum lacht ihr so daneben? Die ist nicht mal mehr warm. Unten ist zwar heiß, aber so oben ist nicht so geil. Das Brot ist extrem trocken. Alle Leute, die mal Eiweißbrot gekauft haben, wissen, was ich meine. Das ist so richtig sandig. Schmeckt die Wurst. Schmeckt Wurst. Richtig bockig, Alter. Wurst ist okay, aber auch nicht heiß. Also ich hab's jetzt direkt angefangen zu essen, ne? Ja, und Sandwich ist halt, ne? In der Packung, aus der Packung. Oder wie kann man Tomaten mögen? Sagt es mir bitte. Boah. Wir haben Frischkäse, wir haben Käse, wir haben Schinken und wir haben Vollkorntoast. Und ohne Scheiß, das schmeckt sogar am besten von den 3 Sachen. Also Essen kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Ich hätte sehr gerne diese Käsespätzle oder Spaghetti probiert. Wenn ihr übelst Hunger habt, dann ist das alles voll okay, aber erwartet nichts. Auf gar keinen Fall. Erwartet einfach nichts. Ist auch nicht schlimm, weil das ist fucking Zugessen so. Ja. Schlafenszeit. Okay, Leute, ich würde sagen, es wird jetzt langsam Zeit für Bett. Jetzt müssen wir natürlich testen, wie comfortable das ist. Wir hatten ja beim letzten Nightjet das Problem, dass die Kissen echt so ein bisschen gestunken haben, low-key. Aber jetzt alles fresh. Die Decke ist auch dicker, was ich auch gut finde. Ist nicht so eine dünne Decke. Oh, kann man machen. Ich denke, für eine Nacht kann man das auf jeden Fall machen. Ne? Es ruckelt so ein bisschen, aber das ist voll normal. Das Bett ist jetzt auch nicht das weicheste. Es ist schon hart, aber es ist gemütlich so. Wer da rumheult, Digga, weg mit dir. Weg mit dir. Thomas. Okay, Leute, es ist ca. 24 Uhr. So langsam werde ich müde. Morgen um 6.30 Uhr werde ich geweckt für Frühstück. Und dann sehen wir uns da wieder. Ich hoffe, ich kann gut schlafen. Der Sekt wird natürlich noch getrunken, ne? Hehe. Spaß. Gute Nacht. Boah. Ich schwöre, dieser Sound gerade von Pokémon ist halt crazy. Da wieder. Das ist der Sound, wo man seine Pokémon geheilt hat. Im Pokécenter, Digga. Komm mal. Verrückt.
Frühstück. Guten Morgen aus Österreich. Mein Frühstück ist da. Was mich auf jeden Fall stört, ist, dass etwas fehlt. Frischkäse fehlt, was ich bestellt habe. Und, glaube ich, Leberwurst. Muss ich mich gleich beschweren gehen. Das ist nicht schlimm, Leute, wisst ihr, aber erwartet man halt irgendwie auch, dass halt alles stimmt. Ich finde auf jeden Fall bei Nachtzugfahrten so Frühstücken. Letztes Mal habe ich am Bett gefrühstückt, jetzt ein bisschen zu groß. Und die Aussicht genießen ist so ein bisschen das Highlight. Frühstück schmeckt genauso, wie es aussieht. Einfach eine Tasse heißes Wasser und heiße Schokoladepulver. Nicht mal mit Milch? Mann. Hier mein einziger Löffel für Kakao. Aber ich habe jetzt auch keinen zweiten Löffel für meinen Joghurt bekommen. Muss ich mit demselben Löffel. Ich beschwere mich nicht, ist mir scheißegal. Aber checkt ihr, was ich meine? Sollte man achten. Genauso auch, dass man auf alle Komponenten achtet. So, dass man sich nicht extra beschweren gehen muss und sowas. Es ist nicht schlimm, vor allem auch, weil immer so ein Mensch immer so für ein Abteil zuständig ist. Aber es sind jetzt nicht so viele Leute. Deswegen sollte man da. Irgendwann, du arbeitest da und du bist für alle zuständig, Digga. Das ist ja geistkrank. Nervig. So, Kakaotest. Ne. Joghurt. Premium Bierchen Müsli Joghurt. Ja, ist okay. Ist alles okay. Ich genieße auf jeden Fall jetzt mein Frühstück und dann sind wir auch schon eigentlich in Wien. So gut wie. Und wir sind angekommen. Bei Nightjet. Welcome Wien. An sich ist Nachtzugfahren was richtig Geiles, vor allem mit dem Nightjet der neuen Generation. Man kann sich quasi eine Nacht im Hotel sparen und das Ganze ist natürlich umweltbewusst. Ich habe in meinem Video letztes Jahr 4 Nachteile genannt. Erstens, es gab kein WLAN. Haben sie gefixt und zwar sehr gut. Ich hatte keine Probleme damit. Man konnte easy chatten, surfen, Videos schauen für Livestreamen oder irgendwas hochladen reicht es jetzt nicht, aber für gewöhnlich braucht man sowas auch nicht. Also tipptopp, hat auch nie manchmal nicht funktioniert. Das ist geil. Nachteil 2, ich habe damals gesagt, das war schon hellhörig, man hat schon vieles gehört. War diesmal auf jeden Fall besser. Vielleicht liegt es auch daran, weil diesmal weniger Leute neben mir waren. Es war keiner neben mir direkt. Man hat außerdem auch Ohrstöpsel bekommen, also damit hatte ich jetzt gar keine Probleme. Punkt 3, ich habe damals gesagt, man kommt nicht so krass erholt an. Diesmal war es auf jeden Fall schon besser. Man kommt auf jeden Fall erholter an, als wenn man jetzt ein paar Stunden fliegen würde oder so. Das auf jeden Fall. Aber ich war jetzt nicht super erholt, dass ich sage, boah, ich kann jetzt den ganzen Tag was in Wien machen. Mein größter Kritikpunkt damals war der Preis. Wie sieht das heute aus? Wir haben hier natürlich 3 Optionen. Sitzwagen, Liegewagen, Schlafwagen. Und ihr seht hier schon, Sitzfort, Komfort, zweite Klasse. Das, was ich gerade einblende, ist das günstigste. 35 Euro. Ist günstiger auf jeden Fall als die Deutsche Bahn. Das Ganze in 13 Stunden hier, ne? Und hier, wenn man Deutsche Bahn am selben Tag fährt, zum Beispiel hier 12 Stunden, 50 Euro. Dauert zwar eine Krass. Stunde weniger, Einfach billiger. Aber kostet 50 Euro. Und man muss umsteigen. Das ist schon mal ein ganz guter Preis. Aber ich weiß nicht, ob man hier für 13 Stunden über Nacht die ganze Zeit auf diesem Sitz sitzen möchte. Minikabine kostet 99 Euro. Und das ist, finde ich, gar nicht mal so scheiße teuer. Dafür, dass man hier Privatsphäre hat, Einzelplatz bei diesen Liegen, 80 Euro. Diesen Liegewagen mit 4 Personen würde ich jetzt nicht buchen, aber wenn, dann würde ich die Minikabine nehmen für 100 Euro. Klar ist das immer noch teuer, aber man hat seine Privatsphäre, man kann dann drin machen, was man möchte. Ja, für 100 Euro. Das ist okay, ist immer noch viel, aber ich glaube, so mit die beste Option. Und jetzt wird es ein bisschen pervers. Achtung, hier, das, was ich habe, Schlafwagen, das habe ich gehabt. Abteil, Komfort, 500 Euro, Bro. 400, 400. Ich sage ehrlich, Chat, 500 Euro lohnt sich einfach null. Oder von 30 Euro zu 500 Euro für genau dasselbe. Nur, okay, du hast mehr Platz und so, klar, aber es ist letztendlich ja nur eine Fahrt irgendwo hin. So, Decker, dann bleib 8 Stunden wach oder so. Ohne Sinn. Weißt du, ich dachte gerade, ja, Berlin, so dies und das. Nach Berlin fahren voll entspannt dann. Oder nein. 500 Euro für eine Fahrt, nur dass du dann dort schläfst und so, das ist Quatsch. Bei Gott, das ist Quatsch. Euro. Dann gibt es noch eins mit nur mit WC für 334 und dann gibt es noch eins quasi das gleiche, nur das sein kann, dass da noch ein Apfel mit dabei ist, den du nicht kennst. 500 Euro hat es also gekostet, was ihr gesehen habt und das lohnt sich auf gar keinen Fall. Okay. Niemals, in keiner Welt, auch nicht für 289 Euro so. Wenn, dann ist das beste Preis-Leistungs-Ding die Minikabine hier zu 100%. Ich habe mir aber für denselben Tag hier auch Flüge angeschaut, also 5. Februar hier. Flüge von Hamburg nach Wien und ihr seht hier 61 Euro. Und dann stellen sich halt viele Leute die Frage, die halt jetzt zum Beispiel nicht so krass auf die Umwelt achten, fliege ich lieber 1,5 Stunden, okay, sagen wir mit Reisekosten insgesamt hinfahren, in die Innenstadt fahren und sowas, sagen wir 3 Stunden für 61 Euro oder fahren wir Nightjet für 13 Stunden 100 Euro, sagen wir, in dieser Minikabine. Und dann ist es halt einfach so, dass sich immer noch sehr viele Leute
für den Flug entscheiden würden. Was ja, natürlich, Digga, safe fliegen. Die Verzögerung, dafür kann der Nachtzug natürlich nicht so viel, aber muss ich halt eben erwähnen. Ist nicht schlimm, aber nervig. Wenn ich schon so viel zahle, dann würde ich mir noch so ein bisschen mehr Equipment fürs Bad wünschen. Zum Beispiel Shampoo, Einweg-Zahnbürsten, Zahnpasta, Becher, Badetuch. Das hat alles gefehlt. Das Essen war nicht so geil und es wurde etwas unsauberer gearbeitet. Ohne Scheiß würde es diese neuen Nachtzüge von Köln ausgeben. Würde ich auf jeden Fall sehr oft Nachtzug fahren. Der größte Dorn im Auge für die meisten ist wahrscheinlich der Preis. Das ist halt nach wie vor immer noch sehr schade. Was haltet ihr von den neuen Nightjets? Schreibt es in die Kommentare. Danke für euren Support.